Servus Leute und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Daddy Dead Fucking Island. Natürlich ist der liebe Quadrox auch wieder dabei. Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde. Ja, im letzten Part sind wir in diesen Supermarkt hier eingedrungen quasi und wollen ihn von der Herrschaft der Punks befreien. Genau. Weil die haben sich ja verbarrikadiert und das können wir nicht zulassen, ne? Auf keinen Fall. Was ist denn hier? Wir lassen hier gar nichts zu. Auf jeden Fall. Wie kann man das, natürlich brennt nichts, aber der Eingang brennt, also... Ja, ach nee. Das Feuer greift auch nicht über und so, nur der Eingang ist verdeckt. Naja, was. Der Eingang bleibt. Ah oh, ja. Kann man da durchrennen, aber die Tür ist verschlossen. Warte, ich entsperre mal die Tür. Mit der geilen Maus-Interaktion. Ja. Ey, guck mal, das sind Überlebende. Oh, nice. Das ist der Tür lieber zumachen. Ganz ehrlich, wenn wir die Tür aufkriegen, dann wird dieser Fette da die Tür auch genauso aufkriegen. Was bringt es denen dann? Ja, was weiß ich. Der ist wahrscheinlich zu dumm oder so. Hier ist ein Gaskanister. Oh, geil. Erstmal denen ihre ganzen Snacks aufessen, dass sie nicht mehr lange überleben. Ja, aber ich brauche keins, ehrlich gesagt. Ich auch nicht. Also bin noch voll geheilt. Oh, ich mache hier auch mal diese geile Maus-Interaktion, die Tür reinzurammen. Interagierung. Oh, oh shit, das sind Punks. Ich rüste meine Waffe aus, meine Pistole. Ich werf gleich meinen Behälter. Ist tot. Die Gasflasche. Hier steht noch eine Gasflasche zu meiner Linken. Naja, ich habe gleich keine Zeit. Boah, der ist geflasht. Und jetzt ist er tot. Alter, guck mal auf die Karte, wie viel da sind. Ach du! Hast du eine Waffe parat? Ja. Sehr geil. Ein paar getroffen? Ich weiß nicht. Ich hab noch einen Gaskanister gefunden. Okay. Ich werf den mal. Mach das. Auf den Typ, wenn ich treff. Boah, guck mal, das ist ein stärkerer Punk hier. Ein Maskenpunk. Der hält noch viel mehr aus. Echt? Was zum Henker? Ich hab zwei gekillt auf einmal mit der Gasflasche. Okay. Was hat er bitte für eine Waffe? Keine Ahnung. Ein automatisches Gewehr. Ehrlich? Und ich hab noch zwei Magazine, glaube ich. Für das? Ach du Scheiße. Ist ja wieder bestens ausgerüstet. Auf jeden Fall. Hier sind noch Snacks, also... Ne? Ich kotze gerade an, dass ich meine Haftbombe irgendwie nicht hab. Ich benutze gleich mal die AK. Du hast am Anfang gesehen, dass ein automatisches Gewehr ist und hast dann lokalisiert, dass es sich dabei um eine AK handelt. Genau. Sehr, sehr geil. Heilige Scheiße, den Sound! Pistolenmuni, die ich nicht aufheben kann. Sinnlos. Guck mal, hier ist auch ein Gewehr für dich. Echt? Wo? Wow! Stufe 29. Nimm's trotzdem mal mit. Kann ich nicht. Also du kannst nicht mal aufheben. Aber ich werfe kurz sinnlose Scheiße raus. Ach so, weil du voll bist. Ja, ich habe so viel Dreck drin. Ich rüst mal. Guck mal, wie das aussieht. Ich rüst mal die AK gleich auf. Mach es. Und die Schockpistole gleich hinterher. Ach so, ich hab nicht genügend Geld. Ich kann die nicht aufheben. Trotz alledem. Ey, guck mal, ich kann diesen Hubwagen hier bewegen. Sehr geil. Hä? Sinnlos? Was war das? Oh, ich hab meine Schockmachete. Was? Ja, das war wegen mir, weil ich den Hubwagen bewegt habe. Den habe ich in den Container geschoben. Ich wollte nur wissen, was es ist. Da stand nicht mal, dass da weitergeht oder so. Last one. Loaded. We're covering you. God damn it. They're coming. Oh shit, you've got company. Hurry up. War das bei dir auch so ein Grafikbug? Ja, wo sie gewunken hat, gell? Nee, das war alles im Hintergrund alles blau bei mir.
Ich, bei mir, wo sie gewunken hat, war ihre Hand so 10.000 Mal so verschwommen, weißt du? Wir sind wieder in den Noscha-Kanälen, jawoll. Auf jeden Fall. Jawoll, ich freue mich drauf, ganz ehrlich. Ihr habt ja schon mitbekommen, dass wir die so richtig geil gefallen haben. Richtig geil, richtig Alter, geil. Verreck! Scheiß Gier. Aber echt. Der immer noch... Was war das denn? Das war ein Selbstmörder, glaube ich. den du zu spät lokalisiert hast? Ja, auf jeden Fall. Aber nur 100 Dollar verloren. Das ist... Ach du Scheiße. Ja, ich hatte nur noch 1000 insgesamt. Dein Ernst? Wieso? Weil ich so viel für die AK ausgegeben habe, weil ich die aufgerüstet habe wie noch was. Ach so. Ich habe auch 13.000. Ah, hier war nichts, stimmt. Ja, eigentlich will ich ja echt nicht angeben, aber ich habe 13.000. Toll, ich habe eine geile Waffe. Ich habe das Geld ja nicht verloren, ich habe es investiert. Das ist wie, wenn ich mir ein Auto für 100.000 Euro kaufen würde, so einen richtigen Sportwagen. Dann kommst du und gibst an und sagst, ich habe 100.000 Euro. Geiler Vergleich. Ja, ist doch wirklich so. Ja, okay. War kein Mercedes SLS, oder? Nee. Oder Mercedes S65 AMG? Nee. Oh, das wäre ein absolutes Traumauto, wenn es hätte. Auf jeden Fall. Ich bin schon ausgerastet, wo ich S63 gesehen habe. Oh mein Gott, ich hab ihn gesehen! Oh Gott! Ja! Nee, Mercedes ist einfach purer Luxus, da kommt kein Auto hin, ganz ehrlich. Scheiß auf Lamborghini, fährt 330 und hat eine Innenausstattung von irgendeinem gammligen VW oder so. Kann's froh sein, wenn ins Radio statt Kassetten und CDs reinpassen. Übertreib mal nicht. Aber es ist wirklich so, Mann, die Innenausstattung ist richtig für den Arsch bei, ja, so Autos. Ja, Diskettenlaufwerk drin. Genau. Mercedes, Alter. Richtig geil. Auf jeden Fall. Spricht nichts dagegen. Nee, auf keinen Fall. Jetzt sind wir wieder in dieser gammligen Stadthalle. Oh Gott, ich hasse es da. Das ist so langweilig. Aber nicht Leipzig-Halle, oder? Och, was laberst du für Scheiße? Nicht Leipzig-Halle. Fress! Hast du gesagt, wir sind wieder in der gammligen Halle? So, jetzt darf ich doch wohl mal reparieren, ne? Ja, ist genehmigt. 14.000, was kann... Wo kann ich denn irgendwas Geiles kaufen oder so? Bei einem Ladenhändler. Ladenhändler? Ich kann einen Molly bauen. Mal gucken, wie viele. Oh, stimmt. Eins, zwei... Okay, zwei konnte ich bauen. Ich kann mir einen Mollo bauen und einen Stacheldraht. Für meinen Stock. Ey, ich hör Zombies. Ey, ich glaub... Wir sind doch wieder in der Stadthalle, oder? Guck mal, ich hör Zombies, weißt du, was das bedeutet? Nichts Gutes, sag ich jetzt mal. Dass die ganze Stadthalle infiziert worden ist, wahrscheinlich. Ja, die war doch eben noch... in normalem Zustand. Ja, Alter. Ich hab mega Schiss gerade. Ich mach jetzt die Tür aufmachen. Nee, noch nicht, warte, ich upgrade noch kurz meinen Stock. Du lässt wieder alles fallen, gell? Oder sind es meine Mollys? Ey, es könnten meine Mollys sein. Nee, ich hab nämlich auch zwei gemacht. Ja, zwei davon gehören mir. Weil ich hab doch zwei gemacht. Lass mal das Rohr fallen. Ja, bei mir ist auch alles voll. Das kotzt so an, mit diesen vollen. Dann lässt sie es einfach liegen, man kriegt keinen. Du hast gerade eine AK abgelegt. Ja, das war meine zweite AK. Boah, die kann ich doch verkaufen, bin ich des Wahnsinns. Und du schuldest mir noch einen Molly. Du schuldest mir noch einen Molly, gell? Ja, wieso? Weil ich zwei gebaut habe, einen habe ich aufgenommen. Ich habe auch zwei gebaut. Aber drei aufgenommen wahrscheinlich. Nee, zwei, warte. Ich habe echt zwei. Siehst du? Aber egal, ich gebe dir einen. Kein Bock lang rumzumachen. Ich schon. Geil. Geil, danke. Das liegt da irgendwo. Ja. Ja, kannst du mir dafür die AK geben, wenn ich Muni finde, vielleicht? Gerne. Ja, geil, danke. Ich
Ist viel einfacher mit. Ich kann dir noch einen Hammer geben, genagelten Baseballschläger. Oh ja, nehme ich also gerne. Im Grunde will ich nur mein Inventar leeren. Aber du tust so, als würdest du es extra für mich machen. Ja. Sehr geil von dir. Finde ich auch. Was explosives Küchenmesser? Ja, das ist deine Haftbombe. Ah, stimmt, die habe ich hier dran betätigt. Mal, jetzt muss ich kurz meinen Hammer. Na komm schon, ich will den Schritt wagen. Okay, ich muss mein Modi noch auf. Alter, das ist so viel geile Waffen fallen lassen. Ich will die jetzt nicht alle hinterlassen, oh Gott. Das ist eine Starkstrom-Axt weggeworfen. Ah nee, nee. Das ist der Hammer. Gerade sagen. Ey, ich mach die Tür jetzt auf. Nein, noch nicht. Mann, so okay, warte, jetzt bin ich bereit. Ich hab's doch gewusst, okay. Guck mal, der Polizist. Oh shit, nein. Heilige Scheiße. Boah, das ist richtig geil irgendwie, das ist richtiger Plot-Twist. Oh, aber ich bin aufgestiegen. Aber das mache ich jetzt nicht, die Dinger da. Ich hasse meinen Drecks-Sprachfehler, gell? Ja, welchen? Ja, meine Versprecher. Achso. Versprecher FDE? FTE, FTW? Nee, FTL. Boah, das ist ein Chucky! Der Typ da, der da hockt. Nee, das ist ein Chucky. Ach, ich dachte, du meinst den, der da sitzt. Der Typ hat eine Granate bei sich. Ich werf die auf den Chucky. Eine Granate, fuck, wie geil. Mach guck, das. Die liegt direkt neben dem. Das ist tot! Sehr nice, ey, danke, lieber Herr Polizist. Übel nett von dir. Ich ramm mal diese Tür hier ein. Und ich werde dann geht's ab, Mann. Jetzt werden Mütter gefickt. Oh, doch nicht. Oh, doch nicht. Ich sag sowas nicht in YouTube. Ach Gott. Nicht, dass die GEMA kommt. Ja, GEMA, ihr habt. Jetzt werden Mütter gefickt. Ist ein Song von dem und dem Rapper. Jetzt müssen wir. Ja, bestimmt. Selbstmord, ach du Scheiße, wie fies! Lass mich doch raus! Mann! Du bist doch draußen! Nein, du warst im Weg! Nee, bei mir war es andersrum. Bei mir warst du draußen, ich war drin. Ich lebe doch noch. Achso, du hast mich gerettet. Aber ich dich belebt hab. Mann. Dir sogar Leben gegeben gerade und ich geb dir sogar noch mal Leben. Ja, sogar, du. Das ist wohl das Mindeste, was du machen kannst. Alter Maul, ich war drinnen und du warst bei mir draußen. Ich war drinnen, du warst draußen. Bei mir auf dem Bildschirm warst du drinne und ich war draußen. Ja, wer war denn tot? Nein, ne? Andersrum, halt den Maul jetzt. Wer war denn tot? Ja, du, aber bei mir war es so. Kann auch nichts ändern. Doch. Nein, weil es bei mir so war. Geil. Nein. Oh, AK, endlich kann ich sie verwenden. Ein Schuss. Ja, geil. Der Maul. Noch ein bisschen MG rumgeballert hier. Bumm. Kein Schuss mehr, nein. Unglaublich viel EP abgesackt. Ey, gell, Waffen, also Schusswaffen sind für normale Zombies voll schlecht. Da sollte man lieber die Nahkampfwaffen benutzen. Ist mir aufgefallen, okay. Nur gegen Menschen sind die Waffen richtig gut. Okay. Okay, du kannst. Ja. Boah, das sieht eklig aus. Okay. Bäh, wie die ekligen Leichen fressen, gell? Richtig ja. Ekel. Ne, die eine Frau da sah so aus wie, irgendwie, keine Ahnung. Die eine aus The Ring irgendwie hat mich dran erinnert. Sah voll gruselig aus. Nicht The Ring of Fire, oder? Nee, einen normalen Ring. Okay. Wollte gerade sagen. Ich habe einen Power-Modus. Boah, das ist ein Fetter. Das ist der Bürgermeister, ach du Scheiße. Ich verwende ihn. Oh, das war Bauplan Zauberstab. Was? Zauberstab? Ey, die Schnellreise ist weg. Willst du mich verarschen? Nee, oder? Ach du Scheiße. Wo ist die Werkbank? Ach, die ist unten. Ja. Wie also du dich gleich mal angehen willst. Ich höre dauernd Zombies, Mann. Kannst du das Geschütz nicht benutzen? Doch. Achso. Aber das ist doch keiner. Ich höre nur Zombies, als ob die direkt nebendran wären. Och, das sind.
Egal, komm. Die EP habe ich noch kurz abgestaubt. Sehr geil. Auf jeden Fall. Oha! Da kam gerade einer. Der backt da durch, der backt durch die. Ja! Tür. Ich hab's gesehen! Kann man den treffen? Ja. Ja. Ich mach die Tür auf. Was ist das? Selbstmord, Alter, das ist glatter Selbstmord. Boah! Lass mich doch raus! Geh doch weg! Ich bin doch weg! Ich mach Zaubermodus. Fettheitsmodus. Zaubermodus, kommt da schon mit Zauber. Oh, nach 10.000 Jahren. Ja, das waren doch nur drei. Es waren doch nur drei Leute. Mann, für drei Leute habe ich diesen Scheiß jetzt verbraucht. Das ist ein Polizist. Sehr ungünstig. So, ich hatte, ja, jetzt kommen die ganzen Typen angerannt, ne? Wie viele Typen sind denn da? Achtung, ich werf gleich Molotov. Ah, ne, doch nicht. So nicht. Nee, mach nicht. Ja, okay. Jetzt werde ich von hinten attackiert. Ich hab's genau gesehen. Geil, wenn einfach einer Zombie steht und du kommst so richtig geil von hinten, hackst ihm einfach den Kopf ab. Ja, aber echt. Mehr als nice, würde ich sagen. Gott, hier wäre eine Gasflasche. Glorreiche Schrotflinte, Bauplan. Echt? Mhm. Kann ich mir den auch holen, ja, oder? Ja. Hä, das ist doch gay, dass man das beide sich den holen müssen. Ich versteh's auch nicht, gell? Komm. Wir gehen jetzt zurück. Wieder durch die Kanalisation. Zurück nach Hause, würde ich sagen. Ja, durch die Noscha-Kanäle. Oh, da ist ein Fetter. Ich werf. Wo bist du hin? Raus? Ja. Achtung! Unterbrennen. Das überlebt er, oder? Wahrscheinlich. Mit Sicherheit. Da kannst du noch, genau, kannst du ein bisschen mithelfen. Aus der Ferne. Kannst du ein bisschen Beihilfe führen. Ist er jetzt tot? Der ist immer noch nicht tot. Ja, der ist tot. Ich repariere noch was. Meine schwere Machete. Och Gott, wie viel das kostet! Und der Geldbeutel, Geldbeutel weint und weint. Soll ich dir was reparieren? Ich hab 14.000. Nee, ich hab schon alles repariert. Und sogar noch geupgradet hier. Echt? Wieso weint er dann? Hä? Du sagst, dein Geldbeutel weint. Ah ja? Weil ich viel Geld ausgegeben hab. Achso. Wie viel hast du noch? 500 oder so. Oder? Boah, die Kanäle, Mann. Die gehen jetzt gar nicht mehr rein bei mir. Echt, ich lieb die Folge. Oh, du scheiß Säure, stimmt. Nicht ins Wasser gehen, geh aufpassen. Ja. Das ist ein Fetter, ne? Ich lauf an dem vorbei. Der hat ausgeholt 10 Stunden später. Ah, Selbstmörder. Der geht hoch. Mann, der Fetter hinter ihm. Noch ein Fetter! Nee, ach du Scheiße, wir sind im Fetter. Wir sind im Fetter. Ja, wie halt der Spucker. Splitter. Bitter. Scheiße, ich steck hier. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Rette sich, wer kann. Fuck, ich bin reingefallen. Och Gott, der haut mich weg, ich flieg gegen die Wand. Was ist, Hilfe! Geil, ich bin danke, auch reingefallen. Geil, sehr geil, danke. Ach du Scheiße. Mach Molly bei dem. Ich mach bei dem anderen. Hä? Die werden da die ganze Zeit gespawnt, Mann! Ich dreh mich um. Ich bin eingekesselt! Ich bin. Hauptsächlich! Ach du Scheiße. Ich war in dem Tunnel da drin. Von der einen Seite kam der Fette, der Schläger. Und von der anderen Seite kam der noch fettere, der fetteste Fettwanst auf Fett. Ich hab beide angezündet. Hä, die haben doch schon von mir gebrannt. Ja, aber die haben wieder aufgehört. Die leben ja immer noch. Ich bin wieder reingefallen. Alter.
Wie viel Leben hast du, will ich wissen. Oh Gott, das macht ja voll viel Schaden, deine Spuckerei da. Mann! Ich muss doch irgendwas Spezielles haben. Was ich mir gemacht habe. Wie viel Leben der Fettsack noch hat! Okay, der ist jetzt tot, aber der andere, der macht mir richtig Sorgen. Der noch fettere, der ist nicht. Achso. Ja, komm, wir schießen. Genau, du von hinten, ich von vorne. Das funktioniert voll gut, der weiß nicht, wo er hin soll. Oh, jetzt kommt noch einer und joint the party. Ich bin gleich tot wegen dem, jetzt raste ich komplett. Hä, wo ist der hin? Ja, war doch noch einer. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's für den Part. Ich hab dir gerade noch Leben rübergeschoben. Das war's für den Medi. Part. Das war's für den Part. Ja, dir trotzdem Medi rübergeschoben. Ja, aber das, ja, ist sag einfach ziemlich danke. Ein ungünstiger Zeitpunkt, würde ich mal sagen. Sag einfach danke. Oh, ja, ist ja gut, danke, oh Gott. Gott, bitte. Bis zum nächsten Mal und ja, haut rein, meine Freunde, und ciao. Volles Scheißende. Ja, scheißegal, ich will jetzt Dortmund schauen, tschüss.